So, wir können doch mit ihr reden. The nature of an item is greatly influenced by the soul that was used to create it. They can be tricky to use, but when wielded properly, are extremely powerful. This is what I meant by unique. These wares are not for use by ordinary folk. It's hard to believe now, but this land was once a flourishing kingdom. Its king, Vendrick, came close to unlocking the essence of the soul. What a dazzling soul he surely had. Imagine what I might create with such a powerful soul. Also, die hat's wirklich nur aufs Schmieden abgesehen. It is said that our technique originates from a strange being that inhabited this land. A pale beast that lived long, long ago. We don't even know what exactly it was. If you find a wondrous soul, bring it by for me to have a look. Also ja, sie redet von einem bleichen Wesen. Ich könnte ja schon mal drauf eingehen, wen sie meint, aber ich halte mich mal zurück. Do you find me strange? You humans are always this way. The way you glare at any unfamiliar creature. That mix of curiosity, fear and revulsion. Well, it hardly concerns me. Wenn ich mir überlege, deine Verwandten in Dark Souls 1 habe ich immer versucht umzubringen. Und mehr hat sie nicht zu sagen. Jo. Gut, also wir könnten theoretisch jetzt hier drüben durch dieses Loch gehen. Aber von hier aus zurückzukommen ist nicht so einfach. Damit kommen wir nämlich in das andere Gebiet rüber. Das da, wir da hinten gesehen hatten. Also hier hinten durch. Ich will aber dieses Gebiet von weiter oben betreten, nämlich durch den Raum, wo wir Pate und Creighton gesehen haben. Und ich will einfach mal hoffen, dass ich nicht mehr so oft runterfalle. Deswegen nehme ich jetzt mir auch gleich ein Menschenbild zu Herzen. Und nehmen den Umweg über Bajula für unseren Estus-Flakon. Ja. Is that a ship here to see? However. Ja. Aufsteigen. Nein, nicht aufsteigen. Zurück, ich wollte die Flakon verstärken. Ja, da war ich zu übereifrig. So, Estus-Flakon verstärkt, verlassen. Und jetzt geht's noch einmal oben zum Kapellenzugang. Und von da aus geht's dann endlich mal weiter. Ja, ja. Ah, stirb bitte. Bevor du mich beißt, weil sie halten nicht viel aus, aber sie machen böse Schaden. So, hier rüber. Und hier rein. Und Page steht immer noch hier rum. Ah, gut. Jetzt können wir nämlich hier endlich durch. Zum einen können wir hier nach hier oben. Ach, da steht sogar noch ein Vieh rum. So. Wir können uns hier runterfallen lassen, aber nö.
Ich gehe lieber hier noch lang. Ah ja. Und hier war eh Sackgasse. Hier war nur eine Fackel. Gut, wir können jetzt hier ganz vorsichtig runter. Jo, das ist ein Raum voll mit solchen Spinnenfreaks. Und da ist nur ein Weg runter. Und da ist ein Aufzug mit einer Kiste. Ja. Und jetzt kommen auch Giftspinnen zu uns. Ich höre, was sich was bewegen. Aber hier bei uns dürfte eigentlich nichts sein. So, hier ist ein Hebel. Und hier könnten wir noch mal theoretisch auf die andere Seite kommen. Genau, wenn wir hier vorsichtig lang gehen. Genau, landen wir nämlich hier. Also ganz vorsichtig. So, und da wir einen Flammschmetterling und eine Fackel gekriegt haben. Und wir ja eh bei Ordifex jetzt unendlich viel Flammschmetterlinge kaufen könnten. Zünde ich hier mal einfach an. So, und lass die Truhe runter. Ja, und zu der müssen wir rüberspringen. Rüberrennen geht nicht so leicht. Ritualband des Südens plus 1. Haben wir das schon? Roter Steinring. Ja, Ritualband des Südens. Normal haben wir. Dies ist einer der geheimen Schätze von Aldia. Erhöht die Anzahl der Zauber, welche aufgenommen werden können. Jo. Jo, das heißt, wir können hier anzünden. Und die Fackel da unten noch entzünden. Genau die da. Hier sollten wir vorsichtig mit dem Runterfallen sein. So. Ah, da kommt was auf uns zu. Den können wir aber so langsam wie er ist kurz ignorieren. Oh, er ist zielstrebiger geworden. So. Ah, da hinten ist so ein verkümmerter Basilisk. Und da drin sind jede Menge Spinnen, die raus wollen, ha? Noch mehr? Schaut nicht so aus. Fackeln. Hier können wir alles mal kaputt machen. Wobei ich glaube, hier gab es nichts mehr wirklich Sinnvolles, Tolles. Na, hier ist nur eine große Titanitscherbe. Oh. Und ich glaube, im Original Dark Souls 2 stand der Basilisk mal hier, weil ich kann mich erinnern, dass hier auch mal ein Basilisk war. Ah, für die Spinne da oben. Also die meisten Spinnen, die hier so an der Wand leblos rumhängen oder unaggressiv besser gesagt, wie die zwei da zum Beispiel, die sind auch erst seit Scholar of the First Sin dabei. Und das hier ist der Weg, wo wir vorhin waren, wo ich gesagt habe, man kommt nicht so leicht zurück. Angreifen und dann Hurra für Rollen. Titanitbrocken, sehr schön. Den Raum können wir lassen.
Da hinten geht's nur zurück. Da wollen wir nicht lang. Dann gibt es nur noch diesen Raum hier. Den können wir nicht öffnen, weil zu schwer zum Öffnen. Deswegen machen wir ihn auf diese Art auf und kriegen einfach einmal Sand ins Gesicht. So. Weil dieser Raum hier halt voll mit Sand war. Aber hinter diesem Raum... Schlüssel wird benötigt, versucht Freund, ja. Hier können wir den Schlüssel benutzen, den wir von Pete gekriegt haben. Wow. Ooh, that'll leave a nice scar. Und da rächt sich es gerade so, dass wir Pete vertraut haben. Weil egal wem wir helfen, hier drin ist eine Bombe. Und beide wissen, dass hier drin eine Bombe ist. So, gravierte Stulpen, das ist eigentlich der Hauptgrund für diesen Raum. Das sind nämlich sehr selten, was heißt sehr selten, man kriegt sie einfach hier. Das sind nämlich spezielle Stulpen. Mit einer seltsamen Inschrift versehene Steinstulpen bringt den Träger angeblich Glück. Der wohlhabende Händler Fiorenza suchte sein ganzes Leben lang nach diesen seltenen und kostbaren Stulpen. Doch letztlich war nicht er es, der sie fand. Geringe Chance, dass normale Angriffe zu kritischen Treffern werden. Jo. So, an diesem Ort hier kann man ein bisschen gemein sein. Wow, jetzt hat mich der Typ gerade erschreckt. Wenn ich nämlich einen von diesen anpisse, werden sie alle aggro. Und laufen dadurch die Stachelgrube und nehmen Schaden. Aber sie nehmen nur Schaden, wenn sie aggro sind. Die sind auch übrigens erst seit Scholar of the First Sin hier. Wow. Die letzten Steinbrucharbeiter. So. Jetzt an die Sachen kommen. Hier sind nämlich ein paar Titanitbrocken. Und jetzt gucken wir, dass wir so schnell wie möglich hier rausrennen. Was früher mal hier an dieser Stelle war... waren hier oben noch zwei solche Spinnenviecher. Die waren unglaublich nervig. Wenn man hier öfter mal durch musste. Aber die sind hier entfernt worden. Dafür ist der Raum hier immer noch, wie er vorher war. So, ich aggro mal was. Eigentlich habe ich erwartet, dass alle kommen. So war es eigentlich sonst auch immer. Hallo. Jo. Jetzt kommen sie alle. Und ich kann sie hier an der Engstelle ziemlich gut totpieksen. So. Die da sind nicht aggro, lustigerweise. Hier könnte ich die Menschenjägerin O'Hara rufen. Die kennen wir ja bereits von unserem Freund im Eisenkönig. So, die Seele eines Helden. Und ja, das ist der Grund, warum ich die Bank zerschlagen habe. Nämlich genau wegen diesem Gegner da. So, als nächstes können wir die beiden Türen öffnen. Oh, hinter einem ist ein Phantom. Ja, stimmt. Das war in Dark Souls 2 im Original ein New Game Plus Phantom. Was einfach mal draußen rumgestanden hat. Aber man sieht, es kann nichts. Ich habe nichts gesagt.
So. Das Phantom bewacht einfach nur hier. Drei Heimatknochen. Und ich glaube, für den Rest der Strecke, auch wenn er schwächer ist, wechsle ich mal zum Feuerspeer. Also zu unserer Flügellanze mit der Feuerverzauberung. Ah, hi.